Eingang der Bank, genau 10 bis 3, schau nach links, schau nach rechts, schwarz vermummt, steig ich jetzt aus dem Benz, nur mein Shit geklaut vom Ben. Ich stürme rein, du da vorne Hände hoch, sie am Schalter Hände hoch, ich hoffe, dass... Trotzdem gibt's von dir zum Beispiel folgendes Zitat: Deutschland ist in Sachen Rap vollkommen am Arsch, Emo, Skateboarder machen einen auf Rapper. Naja, ist auch so, Alter. Und? Stehe ich auch zu, habe ich gesagt, ja. Was möchtest du jetzt von mir hören? Das ist ja Zitat. Aber das ist ja so, also... Man mag Casper seinen Erfolg und den möchte ihm keiner streitig machen und das respektieren wir und da hat er auch Respekt für verdient. Aber ich habe eine Feuer über Deutschland DVD erst vor kurzem wieder gesehen, wo er auch dabei war, wo Savas moderiert hat, wo er diese Mütze noch auf hatte, riesen 8XL T-Shirt und die Haare gucken so aus seinem New Era Cap raus und so, ja. So, auch wenn das jetzt auch nicht so mein Style ungefähr ist, aber das war noch mehr Hip-Hop für mich, ja, und auch wie er da gerappt hat und was er da gesagt hat, war für mich mehr Hip-Hop als das, was er jetzt macht. Ganz einfach, so einfach ist es. Aber genau an der Stelle klingt ihr so wie die Rapper von vor 10 Jahren, die über euch dann geredet haben. Nein. Weil selbst das, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, was wir gemacht haben vor 10 Jahren, ja, was vielleicht anderen Rappern aus der Zeit auch übel aufgestoßen ist, war aber immer noch eine Grundidee von Hip-Hop. So, verstehst du, was ich meine? Für mich persönlich, es gibt natürlich so die Art von Rap, die wir gemacht haben damals. Agro Berlin war völlig Hip-Hop. So, auch deutscher Hip-Hop damals mit Sammy und so, also noch so grüne Brille und sowas alles, ne? Oder Füchse mit den Beginnern und so, das war auch völlig Hip-Hop, ja? Aber wenn heute, wie gesagt, die Emo-Skater Gitarrenmusik mit Rap-Einflüssen machen, dann ist das kein Hip-Hop. So, es ist vielleicht was anderes, was auch erfolgreich ist und viele Leute definieren das mit Hip-Hop, weil sie keine Ahnung von Hip-Hop haben. Aber ich finde, es ist auch okay, wenn die das heute machen, ja, aber für mich ist es kein Hip-Hop. Aber es gibt ja auch Emo-Skater, die das richtig machen. Also Odd Future zum Beispiel, die zähle ich auch in die Kategorie und die finde ich krass. Ja, und das ist für mich auch noch Hip-Hop. Ja, die sind ja. Aber Hip-Hop. So, verstehst du? Das ist nicht mehr Hip-Hop. Das ist, für mich ist es so... Wie wenn du dir vorstellst, da sitzen 5 dicke Männer an einem Schreibtisch und die sagen, du pass mal auf, das, zum Beispiel was Bushido macht, das können wir jetzt nicht einem anderen Typen mit auf den Weg geben, weil das funktioniert in dem Sinne nicht mehr. Es sei denn, du bist er wirklich. Ja, so. Das heißt, wir müssen was Neues kreieren. So, wie machen wir das denn? Und dann machen sie an einem Reißbrett plötzlich aus einem Casper, der auch vorher über Deutschland noch genauso ist, wie Sido das gerade gesagt hat, jemanden, der heute sozusagen aus jedem Bereich so ein bisschen was holt, ja, und dann so eine Anti-Bewegung gründet. Weißt du, immer so dieser absolute Gegenpol zu etwas, damit halt irgendwie, weil halt irgendwie gerade ein Vakuum entsteht. Was ich natürlich auch verstehe, weil auch die Menschen, die heute Hip-Hop machen, ja, auch nicht besonders einfallsreich gewesen sind. Also es gibt keinen, der diesen Bushido weiterentwickelt hat. Es hat sich nicht weiterentwickelt. Es gibt viele Leute, die es genauso machen wie wir. So, die sich so anziehen, so eine Haare schneiden und dann irgendwie sagen, fick deine Mutter, bla bla so. Aber es ist doch klar, dass dann irgendwann stagniert das dann und bleibt stehen. Punkt. Und dann, was passiert? Dann suchen sich die Leute sozusagen einen Alternativen. So, und Alternativen ist gut. Genau. Also einen Alternativen genau. Suchen sie sich. Genau, so. Und das ist Casper. So. Und das ist völlig okay, weil er hat Glück, dass unser ganzes Geschäft im Moment so stagniert, dass er sozusagen gerade, weißt du, so, er bekommt die ganze Depression ab, die hier herrscht. Und deswegen ist das auch gut für ihn. Aber das ist für mich kein Hip-Hop und das ist kein Hayden. So, dann ist es was anderes. Wir haten das ja nicht. Wir wollen nur sagen, dass das im Grunde genommen kein Hip-Hop ist. Ganz einfach. Genau. Werfen, mein Leben genießen, Dicker und dann an Drogen sterben und so mach ich es. Die Welt ist nicht genug hier, so mach ich's jetzt und ich mach es zu dir. Keiner sagt mir, was ich machen soll, denn hier sind die Kassen voll, ich lebe, was du rappst, guck bei mir, gehen die Platten gold, so mach ich es. Du hast ihm sogar zur Nummer 1 gratuliert. Ja, ich glaube. War das ernst gemeint? Natürlich ist es ernst gemeint. Ich habe aber auch ein Foto gepostet, wo ich ihn auf dem Splash gesehen habe, wo ich nicht glauben konnte, wie Hip-Hop heutzutage aussehen, mit so einer kurzen Hose, aber kurze Hose ist wirklich kurze Hose. Die ging gerade mal bis über den Sack, Alter. Dann hat er so Schuhe angehabt, ohne Sohle, so 2-Euro-Kickschuhe hat er angehabt und ein Heavy-Metal-T-Shirt und eine Mütze auch bei 80 Grad. Und er hat das gepostet. Ich folge ja Sido auch bei Twitter. Ich habe das Foto gesehen. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich dachte, er hat einfach aus Spaß jemanden dort fotografiert. So wie wenn ich saß letztens im Flieger, habe ich so einen Mann mit einer ganz langen Nase gesehen und habe den einfach fotografiert und habe den gepostet, ohne Sinn. Und einfach nur, guck mal, voll kleine Nase, aber. Und Sigi hat gepostet, guck mal, so sehen Rapper heute irgendwie aus oder so Hip-Hopper, weißt du? Ich so, hä, wer ist das denn? Und irgendwann, keine Ahnung, 2 Wochen später im Studio, meinst du, das war Casper. Ich so, hä, das war Casper, krass, komisch. Ich kenne ihn auch noch anders. Ich kenne ihn auch noch aus den Selfmade-Zeiten und sowas, ne?
Und das ist nicht Hip-Hop, Alter, so, weißt du? Das ist auch nicht so geil, das ist nicht sexy, Mann, das ist nicht männlich, das ist so. Er hat sich einfach einer gewissen Attitüde angepasst. Ja, Mann. Diese komischen Ritzermädchen-Scheiße, Alter, weißt du, so, die sich so die Arme ritzen, weil sie nicht an ihrem Leben klappen. Okay, ist, ich meine, jeder Rapper, und das macht er ja auch ganz richtig, muss irgendwo gucken, wie er sein Zeug an den Mann kriegt. Ja? Und er hat sich diese Sparte eben gesucht und passt da genau rein und ist ja okay, ist auch alles gut. Ich werde es mir nicht anhören, das ist definitiv nicht meine Musik und Hip-Hop ist es auch nicht, so fertig. Ja, aber es ist okay. Und ich freue mich natürlich, ich freue mich auch über Sammys 1. So, ich finde es geil. Wir haben drei Nummer 1 Alben dieses Jahr gehabt. Bushido, Sammy und Casper. Sag mir mal noch ein anderes Jahr, außer wenn Bushido auf 1 war oder Sido. Ich vermute, es wären, also ich weiß nicht, Savas hat sich eine miese Zeit ausgesucht. Aber wenn Savas auch mal, wie ich, rechne bei uns auch mit einer 1, ja, dann haben wir 5 Einsen dieses Jahr gemacht, was riesengroß für Hip-Hop ist, also super. Also ich, aber dann wäre jetzt Casper plötzlich wieder Hip-Hop, oder was? Noch alles Top 10, sogar Top 5 gegangen ist dieses Jahr. Ja? Also unglaublich. Favorite, ich hätte Echo. Jede Wette verloren. Ich hätte jede Wette verloren auf die Top 10-Platzierung. Jede Wette hätte ich verloren. Ich hätte keinen von den Leuten auf Top 10 getippt. Auch Nate nicht und sowas. Platz 10 mit Mixtape. Super Sache, Alter. Voll geil. Weißt du, das ist einfach so ein Typ. Ich meine, guck mal, wie lange wir arbeiten. Wir sind seit über 10 Jahren. So. Und davor sogar haben wir schon behindert, so mit Kifferhöhlen und, weißt du, mit Orgi und mit bla bla bla. Ich habe mir schon vor 15 Jahren mit Frauenarzt und Bastard und wie sie alle heißen und Boogie die Köppe mit der Bullerei Hackischer Markt eingeschlagen. So. Das gehört auch noch zu unserer Hip-Hop-Zeit. Das heißt, wir beide blicken auf 15 Jahre Arbeit so zurück und wir haben jetzt den Luxus, dass wir über viele Top-10-Platzierungen von uns halt reden können. Ne? Und dann Nate, der viel, viel kürzer im Spiel ist, ja, ist auch schon auf 10. Ist geil für ihn, ist super geil, weil er hat sich diesen ganzen Scheißweg erstmal gespart zur Top 10 hin, ne? Und das finde ich gut, Alter, aber deswegen sage ich, ich hatte jede Wette verloren. Ich hätte niemals gesagt, dass Echo auf 5 chartet, so. Weißt du, niemals, finde ich geil. Respekt, Alter, ich finde es wirklich gut. Ja.